Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wenn Sie nach einem Schiffbruch mit einer kleinen Gruppe Überlebenden auf einer einsamen Insel stranden, wen Sie zuerst essen würden? Das macht Spaß. Probieren Sie es mal aus, ne? Beim nächsten langweiligen Meeting oder bei der Weihnachtsfeier mit der buckligen Verwandtschaft. So ein bisschen. Wie stark ist wohl Onkel Kurt? Wie zäh schmeckt Oma? Ich habe mich neulich gefragt, wenn ich auf einer einsamen Insel säße mit Alice Weidel und Christian Lindner, wen würden wir zuerst essen? Ja gut, okay, in der Realität würden die zuerst mich essen. An mir ist am meisten dran, ne? Ich bin arm und rothaarig und wäre in der Sonne dann nach 5 Minuten knusprig. Aber ich meine, nur mal so aus Spaß, weil ich es ja erzähle. Wen würden wir essen? Vielleicht werden Christian Lindner und ich so beste Freunde und joggen jeden Morgen so im Sonnenaufgang oben ohne am Strand lang und so. Und die Insel-Bromance kulminiert im gemeinsamen Entbeinen von Alice Weidel. Wir haben Suppe gekocht! Aber ich glaube ja, dass Christian Lindner ist so ein Typ, der beim Kochen eigentlich nur 11,5% der Aufgaben übernehmen sollte, aber am Ende schmeckt die ganze Suppe so, wie er es wollte. Mm-mm. Und deswegen würde ich vermutlich Alice Weidel so ein kleines Zeichen geben. Und dann würden wir... Wie wäre das wohl? Die Sonne geht unter, es glitzert die See. Wir sitzen am Feuer mit Lindnerfilet. In eisiger Stille trifft sich unser Blick, nur Alice und ich. Es gibt kein Zurück. Es wird nicht knistern zwischen uns, wir könnten einfach ehrlich sein. Denn du stehst nicht auf Jungs, ich lass mich nicht mit Nazis ein. Und irgendwann würde ich dich fragen, weil es mich wirklich interessiert: Seit wann bist du so ein Ungeheuer? Was hat dich bloß so ruiniert? Sag mal, Alice Weidel, glaubst du selber, was du sagst? Liegst du manchmal heimlich wach, weil du dich selber nicht mehr magst? Wie ging's dir, als im Bundestag auf Wunsch deiner Partei ein Homo-Heiler sprach und du saßt stumm dabei? Stell dir vor, du bist auf Kreuzfahrt und du gehst über Bord und die Strömung da vor Malta treibt dich langsam fort. Da kommt die Sea-Watch und gibt der Geschichte einen neuen Twist. Glaubst du dann immer noch, dass Ertrinken eine gute Lösung ist? Sag mal ehrlich, Alice, du bist doch selber längst geimpft, oder? Ich meine, ist es nicht ein bisschen peinlich, wenn man dann trotzdem drüber schimpft? Und wie findest du die Witze, die sich alle Leute trauen? Deine Partei ist wie ein Dixie-Klo, außen blau und innen braun. Und woher kam die Spende, die dich in Höckes Arme trieb? Das Geld gabst du zurück, aber der Bund mit Bernd, der blieb. Noch lächelt er, doch da ist diese Stimme in deinem Ohr. Wann stößt er dich vom Thron und zum Fraß den Wölfen vor? Und hier stehst du jeden Abend mit einem Spieglein in der Hand. Spieglein, Spieglein, wer ist die Hasserfüllteste im Land? Sag mal, Alice Weidel, glaubst du eigentlich selber, was du sagst? Liegst du manchmal heimlich wach, weil du dich selber nicht mehr magst? Komm, leg noch Holz ins Feuer, es kommt ein Gewitter. Wenn du Hunger hast, dann iss mich, denn ich glaube, du schmeckst bitter. Also so eine Art der Fragestellung, die lehne ich ab. Ich halte das für unseriös, die Art der Fragestellung, wie sie mir gerade gefällt. Die Art der Fragestellung, die lehne ich ab. Und dann hat mich neulich jemand gefragt, sag mal, Florian, du kannst aber jetzt schon nicht Alice Weidel und Christian Lindner in einen Topf werfen. Vielen Dank.